Die Juden in einer kleinen Stadt in Russland, die warteten voller Vorfreude auf die Ankunft eines Rabbis. Ja, es kam nicht oft vor, dass ein Rabbi zu ihnen ins Dorf kam, und sie überlegten sich schon lange vorher angestrengt, welche Fragen sie dem heiligen Mann stellen sollten. Als der Rabbi dann kam und mit den Leuten in der großen Halle des Dorfes zusammenkam, da konnte er die Anspannung spüren, mit der sie die Antworten auf ihre Fragen erwarteten. Der Rabbi aber stand da und sagte nichts. Er schaute ihnen alle in die Augen. Und dann fing er an, eine schwermütige Melodie zu summen. Über seine Lippen kamen. Ich hoffe,
Ich habe eure Fragen beantwortet.